Hallo und herzlich willkommen, diesmal mit keiner Handpuppe. Nein, heute habe ich wirklich mal einfach nur ein Kuscheltier da. Dieses Kuscheltier ist von der Firma SigiKit. Es ist ein kleiner grüner Drache. Und was das Besondere an diesem kleinen grünen Drachen ist, das möchte ich dir einmal im Detail zeigen. Wenn wir uns den Drachen so einmal anschauen, dann sehen wir, der hat die Gliedmaßen Hände. Und er hat die Gliedmaßen Beine. Und wenn man das noch so definieren mag, er hat sogar einen Schwanz. Dieser Schwanz ist auch eine Art Schlauch, aber der ist nicht mit Innenmaterial ausgefüttert. Also beziehungsweise da fehlt das Innenmaterial. Ich weiß nicht, ob es so bewusst gemacht ist. Ich würde jetzt mal tippen, dass ja. Des Weiteren, wenn man das auch als Gliedmaßen bezeichnen mag, die Flügel hier von dem kleinen Drachen, die lassen sich auch schön bewegen, so wie alle anderen Gliedmaßen. Und wir haben, um uns die weiteren Details einmal anzuschauen, wir haben hier zwei kleine süße Ohren und wir haben hier etwas, das sieht so aus, ja, entweder sind es Haue oder es sind Stacheln. Ich würde mal eher tippen, es sind Stacheln. Davon haben wir hier oben nochmal einen Stachel und wir haben auf der Rückenpartie dann nochmal 1, 2, 3, 4 weitere Stacheln. Was ich schön finde an dem Kuscheltier ist, dass diese ganzen Gliedmaßen, dass die sich auch wunderbar bewegen lassen und bespielen lassen. Die Flügel lassen sich auch gut bewegen und sogar die Öhrchen kann man ein bisschen bewegen, wenn man das möchte. Diese Stacheln, die sind auch wirklich weich, da kann man sich nicht dran verletzen. Wenn wir uns das Gesicht nochmal anschauen, dann fällt uns auf, der Drache hat zwei kleine Augen und diese Augen, das ist nichts drauf gemaltes, das ist wirklich gestickt. Man kann da auch drüber fassen und dann merkt man, dass es wirklich so kleine zwei Erhebungen sind, die aber nicht für dein Kind irgendein Risiko darstellen sollten. Weil, das ist nämlich auch alles TÜV geprüft und der TÜV hat das freigegeben für Kinder zwischen 0 bis 8 Jahren. Also wenn ich dieses Kuscheltier sehe, dann möchte ich mir wünschen, dass ich nochmal klein bin, weil ich finde diesen Drachen echt süß. Die Verarbeitung ist einfach toll, also man sieht nicht irgendwelche Fäden, die hier noch irgendwo zu sehen sind, weder hier an dem Pfotenansatz noch da, wo der Kopf angenäht ist, auch hier an der Rückenpartie, wo hier die Naht lang läuft, da ist nichts zu sehen. Die verwendeten Materialien, und das finde ich total klasse, es ist außen Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, KBA. Und die innen drin verwendeten Materialien zur Füllung des Kuscheltieres, das ist Schafwolle. Und ich finde insgesamt ein tolles Produkt und etwas auch, was in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, wie ich finde. Ich finde diesen kleinen Drachen wirklich toll verarbeitet. Man muss der Firma da wirklich ein großes Lob, oder ich muss da der Firma ein großes Lob aussprechen. Weil es sind wirklich keine Sachen dran, wo ich sage, oh, die könnten jetzt meinem Kind gefährlich werden. Oft hat man ja wirklich diese echten Augen, was ich auch schon angesprochen hatte.
die dann natürlich auch die Gefahr bergen, dass man wirklich oder dass dein Kind dann da dran geht und wirklich dann da dran beißt und dann dieses Auge dann wirklich dann auch verschluckt werden kann und zum Erstickungstod führen kann. Also hier sind wirklich keine Sachen dran, die deinem Kind gefährlich werden können. Ich finde den Preis gerechtfertigt, es ist wirklich super Verarbeitung, man sieht keine offene Nähte oder so, es ist alles wirklich fest und 40 Euro musst du wissen, ob es dir wert ist. Ich finde dafür, dass es halt die angesprochene Bio-Qualität sein soll, beziehungsweise halt natürliche Stoffe und Materialien, finde ich, ist es wirklich ein gerechtfertigter Preis. Aber mach du dir dein eigenes Bild. Ich würde mich freuen, wenn du mir noch einen lieben Kommentar da lässt. Bis dann sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes.